verbraucht ein Drittel des ganzen Getreides der Welt. Wir fressen und fressen, woanders hungern Menschen. Wir könnten Hanf anpflanzen, anstatt den Regenwald roten. Wir könnten Mehrwerte schaffen, anstatt mit Hebel mit Tode. Immer noch mehr und mehr. Ob man ihn mit so holen, bis man dann merkt, der Welt. So gerne Beiträge hier hören aus ihrer, die sind ja eigentlich gegen alles, ja, und ich finde, dass du ein bescheidener Mensch bist und es geht auch nie darum, jemanden in den Mittelpunkt zu stellen oder sowas, aber so wie du dich da reingekniet hast, es wäre nie gelaufen, wenn du es nicht gemacht hättest. Wir haben eine bayerische Fahne gesehen, das ist noch da, ja, da hinten. Das ist ein Herr aus Kaufbeuren im Allgäu, der hier Urlaub macht. Herzliche Grüße aus Kaufbeuren und zurück. Und du musst sagen, Dankeschön für die Anerkennung und Dankeschön, dass Sie immer noch unserem Kanal, auch in Ostsachsen TV, treu bleiben. Es gibt einen noch. Was kann man den Leuten nächsten Montag wieder mitgeben? Ich habe mir eine Dokumentation über die Donau angeguckt, wie die Landschaft von den Menschen zerstört wird. Es wird Zeit, dass wir langsam uns darauf besinnen, woher wir kommen, woher wir sind und was wir wollen. Wenn wir weiter mit unseren Waffen, weiter mit der Ausbeutung dieser Mutter Erde eigentlich machen, dann wird es keine Zukunft für uns Menschen mehr geben. Deswegen schaut nach links, schaut nach rechts, liegt der Müll, hebt ihn auf, guckt, dort sind Tiere, die haben Hunger. Ich nehme jede Woche mit auf den Friedhof nach Walnüsse, Haselnüsse für die Eichhörnchen. Die Igel, die haben keine Insekten. Woran liegt das? Wegen Schädlingsbekämpfungsmitteln sind die Insekten alle verdorben. Die Tiere. Die Art, warum die Menschen so ticken wie da an der Uni.
Und auch wenn es das nicht besser macht, aber man kann es zumindest vielleicht erkennen oder verstehen, warum. Und zwar hat der Evolutionspsychologe William von Hippel herausgefunden, dass der Mensch einen Großteil seiner Denkleistung dazu verwendet, um sich in seiner komplizierten sozialen Welt zurechtzufinden. Warum guckt mein Chef heute so komisch? Was bedeutet die Anspielung meines Nachbarn über mein neues Auto? Flirtet die Bedienung mit mir oder ist sie einfach nur freundlich? Unser soziales Gehirn überprüft zwar ab und an auch Fakten, viel wichtiger jedoch ist ihm die Frage, welche gesellschaftlichen Konsequenzen hat es, wenn ich dies oder jenes tue oder sage? Wir haben also einen Mechanismus im Kopf, der uns im Zweifel sogar daran hindert, das zu denken, was richtig ist, wenn es im Gegenzug unseren sozialen Status gefährdet. Dieses Phänomen tritt umso stärker auf, je höher der soziale und wirtschaftliche Status einer Person ist. Gebildete und oder wohlhabende Menschen machen sich mehr Gedanken darüber, was andere von ihren Meinungen halten könnten, weil sie einen akademischen Ruf oder eine gute berufliche Position zu verlieren haben. Was noch dazu kommt, je gebildeter und klüger ein Mensch ist, umso geschickter ist sein Gehirn, ihm den größten Blödsinn als vernünftige Idee zu verkaufen, solange es seinen sozialen Status hebt. Dadurch neigt das gehobene Bildungsbürgertum stärker dazu, irgendwelchen intellektuellen Schnapsideen hinterherzuhängen als einfache Leute. Der amerikanische Datenanalyst David Shaw stellte in umfangreichen Studien fest, dass gebildete Menschen ideologisch kohärentere und extremere Ansichten vertreten als Menschen aus der Arbeiterklasse. Taxifahrer, Putzfrauen, Handwerker oder Lagerarbeiter haben oftmals viel mehr Realitätsbezug und gesunden Menschenverstand als Professoren, Lehrer und höhere Beamte. Der ideologische Mitläufer sitzt also weniger am Stammtisch, sondern eher im Hörsaal. Und da sind wir wieder bei der TU.